Beachte bitte unseren Disclaimer. So, wir haben heute einen neuen Gast bei uns im Podcast. Ja. Und zwar unseren Gründer, den wir heute hier mitgebracht haben, wo wir auch schon investiert haben über Companisto von Content Pepper, und zwar den lieben Marc. Hallo lieber Marc, stell dich doch gerne mal uns und unserer Community vor. Hallo Marcel, hallo Philipp, danke für die Einladung. Ich stelle mich gerne vor. Mein Name ist Marc Zislik, ich bin einer von zwei Gründern und Geschäftsführern von Content Pepper. Ja, ich selbst habe Wirtschaftsinformatik studiert, war lange Zeit bei einem Finanzdienstleister im IT-Umfeld und Kommunikationsumfeld unterwegs, habe mich dann selbstständig gemacht und vor mittlerweile 8 Jahren mit meinem Kollegen Content Pepper gegründet. Was genau macht denn eigentlich Content Pepper? Content Pepper ist eine Softwarelösung für digitales Marketing, digitale Kommunikation, die sich darauf spezialisiert hat, Inhalte, Content auf alle digitalen Kanäle zu verbreiten. Und das haben wir sehr viele Jahre für das sogenannte Enterprise-Geschäft gemacht, also für größere Kunden. Und das transportieren wir jetzt in die Cloud, sozusagen eine Best-of-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, damit die möglichst effizient und erfolgreich auf den digitalen Kanälen Marketing machen können. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn du sagst kleine und mittelständische Unternehmen, wie groß ist dieser Markt? Also ich glaube, der Markt ist riesig. Viele tausend Unternehmen, gerade in Deutschland, im Dachraum noch ein bisschen mehr. Wir sagen immer, Content Pepper passt eigentlich zu jedem, der eine Marketingabteilung hat, aber dort zu wenig Hände. Ja, also die Anforderungen an modernes Marketing wachsen von Tag zu Tag. Immer mehr Kanäle, immer mehr Formate. Und das ist natürlich schwierig und anstrengend für die Unternehmen, die bisher eher auf Messen unterwegs gewesen sind, die vielleicht mit Flyern und Printmaterialien gearbeitet haben. Da Schritt zu halten, ist schon spannend und da wollen wir sehr gerne unterstützen. Jetzt steckt ja das magische Kürzel KI mit dahinter. Kannst du uns näher bringen, inwieweit das Ganze als Künstliche Intelligenz auch das Ganze auch vorantreibt? Ja, also uns ist ganz wichtig, heute muss ja jedes Startup irgendein Buzzword draufschreiben, ob KI oder Blockchain oder was wir sonst noch so alles haben. Wir sagen immer, wir haben echte KI drin. Seit 2 Jahren forschen und entwickeln wir auf dem Thema, sind von Google gefördert worden in einem Innovation-Projekt mit einem immerhin 6-stelligen Betrag. Und was haben wir damit gemacht? Also unsere KI bewegt sich auf dem Feld der Content Intelligence. Wir kümmern uns also darum, wie man aus den Inhalten noch mehr herausholen kann. Und im Marketingumfeld macht sich das dann bemerkbar in so Themen wie höhere Verweildauer, größere Reichweite, weil wir zum Beispiel den Zeitpunkt der Veröffentlichung bestimmen, wo wir über Schlagworte das Thema SEO, also Suchmaschinenunterstützung und Optimierung, mit vorantreiben. Oder, was ich ein ziemlich cooles Feature finde, ist die KI von Content Pepper analysiert den Marketingtext und extrahiert daraus die Kernsätze, die wir automatisch für Social-Media-Kampagnen aufbereiten. Also eine Marketingmitarbeiter, die einen tollen Blogpost schreiben oder ein White Paper, müssen sich dann nicht mehr drum kümmern, was denn daraus jetzt der beste Satz, die beste Botschaft für Facebook, Twitter, LinkedIn und so weiter ist. Das heißt, wir unterstützen bei der Texterstellung, bei der Vermarktung, bei der Kampagnenplanung, sodass wir einfach die Best-of-Informationen dann in die Köpfe und in die Hände von KMUs legen. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wenn jetzt ein Unternehmen kommen würde und sagt, Mensch, Marc, ich wäre gern Kunde bei euch. Was muss er mitbringen? Gute Idee. Erstmal grundsätzlich gut, ne? Denke ich auch. Was muss er mitbringen oder was muss das Unternehmen oder mitbringen? Oder wie läuft so ein Onboarding ab? Ja, genau. Oder vielleicht auch das. Ja, ja. Also ihr könnt euch das gut vorstellen, die Unternehmen sind auf einem ganz unterschiedlichen Level. Ja, von der Bruder meines Schwagers hat mal eine Webseite gemacht, bis eigentlich wollen wir ganz speziell auf einem bestimmten Kanal mehr Leads generieren. Und das analysieren wir natürlich gemeinsam mit dem Kunden in einem kleinen Workshop. Dann wird relativ schnell klar, wo es Optimierungsbedarf gibt. Und dann starten wir auch. Also wir haben keine großen Onboarding-Zeiten. Wenn wir wissen, in welche Richtung es gehen soll, dann können wir modular unterstützen und suchen im Prinzip die Stelle raus, wo der Kunde den schnellsten Erfolg hat. Und das kann sein, dass er nur Newsletter-Marketing mit uns macht oder nur Social Media.
Und typischerweise merken die Kunden dann, ah super, wenn ich mir jetzt auch noch Landingpages damit übernehmen könnte oder, dann baut sich das quasi schrittweise beim Kunden. Also ja auch eine gute Retention Rate, ne? Oder wenn man doch die ersten, ich sag mal, Umsätze fährt und dann gute Erfahrung gemacht hat mit Content Pepper, dann ist es wahrscheinlich so, dass die Kunden dann sagen, ach hier, buche ich noch ein bisschen mehr mit. Genau, also das merken wir genau so. Wir haben gerade im Enterprise-Geschäft lange Kundenbeziehungen, teilweise lange Vertragslaufzeiten bis zu 5 Jahre, weil die Kunden einfach sagen, wenn wir einmal das Thema angegangen sind, dann ziehen wir das auch durch. Ja, ja klar, wenn es läuft, dann läuft's, ne? Ja, jetzt ist natürlich dann auch die andere Frage, wie, oder das interessiert natürlich die meisten, wie verdient ihr denn Geld und seid ihr schon profitabel? Also unser Hauptgeschäftsmodell ist der sogenannte Recurring Revenue, also wiederkehrende Lizenzeinnahmen. Wir vermieten unsere Software. Mhm. Auch hier müssen wir jetzt ein bisschen unterscheiden. Im Enterprise-Umfeld sind das, ich sag mal, größere Summen, die da im Monat anfallen, in der Größenordnung von 3.000 bis 5.000 Euro im Monat. Und damit waren wir 2019 auch profitabel gewesen. Warum 2019? Wir haben tatsächlich eine kleine Corona-Delle auch bei unseren Kunden gespürt. Kunden wie große Flughäfen in der Schweiz, einer unserer größten Kunden, die dann mal relativ schnell Projekte und Themen auf Eis gelegt haben. Und sehen das aber, dass wir in diesem Jahr da wieder sehr nah an die Profitabilität rankommen. Das heißt, Corona-Delle gut überwunden. All die, die gemerkt haben zu Corona-Zeiten, wir müssen mehr digital machen und auch noch das nötige Kleingeld haben, die haben wir im zweiten Halbjahr letztes Jahr gewonnen, für uns begeistern können. Und da sind ein paar große, spannende Kundenprojekte bei rausgekommen. Wie ist das jetzt beim, wie rechnet ihr ab? Also gibt es da eine Pauschale oder ist das dann bei der Cloud, dass man sagt, der Kunde nutzt das Modul von uns, dafür bezahlt er pauschal dies, das und jenes. Wie läuft sowas ab? Also Cloud, um da auch gleich das Thema Preise da auch nochmal anzunennen. Unser Cloud-Angebot wird bei 299 Euro im Monat losgehen. Und wie man das von verschiedenen SaaS-Anbietern kennt, werden wir 2, 3 Preislevel haben, die sich orientieren an Anzahl der Nutzer, Anzahl der Add-ons, die ich mit reinpacke, wie viele Kampagnen möchte ich gleichzeitig auf einer Plattform fahren, sodass wir, glaube ich, für jede Größe dann auch ein passendes Angebot haben. Ja. Und typischerweise, wer mehr macht, wer mehr Nutzer hat, der ist dann auch bereit, ich sag mal, ins nächste höhere Level einzusteigen. Aber wie gesagt, nach einer ordentlichen Trial-Phase geht es dann für 299 Euro im Monat los. Jetzt haben wir natürlich in unserem Hinblick auf Aktien, mit dem wir uns natürlich auch beschäftigen, auch oft das Thema KI. Und es ist manchmal nicht ganz greifbar von außen betrachtet, inwieweit man Konkurrenten auch, ich sag mal, hat natürlich, weil es ja auch immer spezifische Konkurrenten sein können oder eben auch teilweise nicht. Steht halt manchmal einfach nur KI drauf und dann weiß man auch nicht immer gleich, was dahinter steckt. Und wie ist das mit Konkurrenz oder mit Wettbewerb? Habt ihr da große Bedeutende, die man vielleicht auch kennt? Also wenn wir gerade auf den KMU-Markt schauen, dann gibt es eine schier unzählbare Anzahl an Konkurrenten. Es gibt einen Marketing-Report, die bringen jedes Jahr die Anzahl der Tools raus. Da sind wir jetzt bei 8.000 unterschiedlichen Anwendungen im MarTech, also im Marketing-Technologie-Umfeld. Und potenziell ist natürlich jeder ein Konkurrent. Das, was uns unterscheidet, ist, dass wir tatsächlich kanalübergreifend, also verschiedene digitale Kanäle aus einem System heraus bedienen. Wobei andere, ich sage jetzt mal, ein WordPress im Wesentlichen Web macht, ein Mailchimp im Wesentlichen Mail macht, ein Hootsuite oder ein Buffer sich auf Social Media konzentriert, sodass wir von uns nicht den Anspruch haben, jede Einzeldisziplin besser zu sein als das Einzeltool, als das Spezialistentool, aber mit unserer Lösung Content Pepper den Querschnitt anbieten auf dem Level, wie ein klein- und mittelständisches Unternehmen das braucht. Ja. Die brauchen halt nicht den dreifach geschachtelten Retweet. Die sind froh, wenn sie 2 Tweets in der Woche rausbekommen. Ja? Und das ist das, was wir unterstützen wollen. Und wenn wir uns da anschauen, wer sind denn Anbieter, die darüber hinausgehen, die also auch mehrere Kanäle bedienen, dann ist wahrscheinlich der bekannteste HubSpot. HubSpot als Ich glaube, der Trade Desk müsste es auch sein, oder? Genau, die gehen auch in die Richtung. Wir sehen es sehr gut an HubSpot, weil wir das auch lange Zeit benutzt haben und ein Unternehmen kennen, das auch HubSpot-Partner ist. Die sind einfach über die Zeit sehr komplex geworden. Es wird relativ schnell teuer und ich meine, deshalb gibt es ja auch die
große Partnerlandschaft bei HubSpot, die dann wiederum den KMUs helfen. Und genau das wollen wir quasi vermeiden. Die Leute, unsere Kunden sollen das selbst bedienen können. Die sollen eine aktive Unterstützung durch KI und Online-Hilfen bekommen, um dann eben selbstständig erfolgreich Marketing machen zu können. Welches Wachstum peilt ihr denn für die nächsten Jahre an? Also wir werden ein kontinuierliches Wachstum im Enterprise-Umfeld haben. Das ist keine richtig steile Kurve, sondern da wachsen wir kontinuierlich mit großen Kunden, ich sag mal im Umfeld von 20, 30 Kunden pro Jahr. Spannend und deshalb auch ja explizit das Cloud-Offering ist die Cloud-Wachstumskurve. Und wir haben uns da für das nächste Jahr 300 Kunden vorgenommen, darauf im Jahr 600 Neukunden, sodass wir 2023 ungefähr mit den ersten 1000 Kunden auf unserer Plattform rechnen. Ja. Wie läuft jetzt die Akquise bei euch ab? Geht ihr auf die Kunden selber zu oder kommen die Kunden jetzt auch schon auf euch zu? Also wir nutzen da natürlich unsere eigene Software, um auch unseren Erfolg zu verproben und haben schon vor zwei Jahren auf das Thema Content Marketing gesetzt, also auch als Inbound Marketing bekannt. Wir konzentrieren uns darauf, mehrwertige Informationen auf unserem Blog, in unserem Newsletter zu veröffentlichen, machen das recht erfolgreich und generieren darüber unsere Leads, die dann mit unserer eigenen Software ins Lead Nurturing gehen. Und mit dem wir dann Schritt für Schritt aus, ich sag mal, Interessenten letztendlich Kunden also machen. Mit anderen Worten, ein Post mit, hier könnte Ihre Werbung stehen, weil man es ja selber, in die Breite trägt. Interessant. Wir versuchen unsere Zielgruppe, nämlich die kleinen mittelständischen Unternehmen mit mehrwertigen Inhalten zu erreichen. Also wie funktioniert YouTube für B2B-Unternehmen? Wie steigerst du deinen Traffic auf im B2B-Umfeld? Wie funktioniert Content-Automatisierung? Ja? Das sind alles Themen, die unsere Zielgruppe interessiert und über den Weg werden die auf Content Pepper aufmerksam und so füllt sich unsere Pipeline. Zu Corona haben wir mit Webinaren sehr erfolgreich gearbeitet. Ich glaube, das haben wir alle gelernt, dass wir anstatt auf Messen zu gehen, uns jetzt digital beschallen lassen. Und da haben wir mit Kooperationspartnern wie mit euch größere Webinare gemacht für eine bestimmte Zielgruppe. Und das war echt erfolgreich. Also mehr als vor Corona und da sind wir sehr zufrieden mit. Ja. Lass uns doch gerne mal über die Zukunft sprechen. Bei Companisto auf der Plattform steht, ihr wollt Minimum 70% Rendite für die Anleger die nächsten Jahre, also knapp 400% in den nächsten 3 Jahren. Wie wollt ihr das eigentlich schaffen? Ja, also da haben wir den großen Vorteil, dass unser Geschäftsmodell das einfach mit sich liefert. Genau. Und diese Rendite berechnet sich ja auf einen berechneten Exit Case. Ja. Und wie kommen wir auf diese Zahlen? Es gibt verschiedene Unternehmen, unter anderem GP Bullhound, die einfach sagen, wie wird denn ein Recurring Revenue, also eine Software-Lizenz, bewertet? Da gibt es Faktoren, die schwanken so ein bisschen wie der DAX oder die Leitmärkte auch. Und aktuell wird das 12 bis 16-fache des Recurring Revenues quasi als Bewertung gehandelt. Und damit haben wir natürlich ein super Multiple auf jeden Euro, den wir quasi Recurring Revenue generieren, haben wir dann einen Faktor, jetzt lass uns mal in die Mitte gehen, von 10, 12, der dann letztendlich auf die Unternehmensbewertung führt. Und genau so haben wir natürlich einen ziemlichen Hebel, was Unternehmensentwicklung und Bewertung betrifft. Und von daher, glaube ich, sind das ziemlich realistische Zahlen. Wie könnte denn so ein Exit zum Beispiel aussehen, in deiner Vorstellung? Also, ja, klar, wir gucken uns verschiedene Exit-Szenarien an. Ich sag mal, die drei, die sich da anbieten, ist klar, immer gibt es eine Konkurrenz, die sagt, okay, wir erweitern mal unser Geschäftsmodell. Das ist der Klassiker. Wir sehen unter anderem auch im amerikanischen Markt, dass immer mehr große Agenturen, also Marketing- und Beratungsagenturen, sich Software einkaufen, um quasi Portfolio zu erweitern und Kosten zu sparen. Das, was wir am wahrscheinlichsten sehen, ist, dass wir einen komplementären Anbieter finden, wie ein Headless CMS-Anbieter. Ja, also Unternehmen wie zum Beispiel das Unicorn Contentful, die eben
Content-Infrastruktur anbieten mit tollen Schnittstellen, aber nicht die Multikanal-Ausspielung selbst lösen. Und das wäre ein Szenario, was wir lösen. Und damit sind, ich sag mal, potenzielle Headless-Anbieter, und da gibt es einige, eben auch ein sehr guter Exit-Partner für uns, um dort quasi das Komplementär zur Headless-Infrastruktur mit Content Pepper abzudecken. Wäre denn auch ein Börsengang denkbar eines Tages? Ist ganz spannend. Mit Companisto hatten wir jetzt auch erste Gespräche mit dem Business Angel, und uns hat ein Herr kontaktiert, der auch eine ordentliche Summe investiert hat, und hat gesagt, Leute, wir sollten auf jeden Fall mal über einen Börsengang sprechen. Ganz ehrlich, wir hatten das bisher noch nicht auf der Liste, aber er sagte, da ich jetzt investiert habe, lass uns da doch mal einen halben Tag zusammensetzen und das Pro und Contra dazu erörtern. Und warum nicht? Ja, also könnte ich mir durchaus gut vorstellen, ohne da jetzt schon mich länger mit beschäftigt zu haben. Dann aber an der Nasdaq, ne? So wie wir wissen, ist ja der US-Markt sehr viel offener für genau solche Geschäftsmodelle, wie ihr sie habt, und insofern wäre das wahrscheinlich die bessere Variante. Ich komme dann spätestens nochmal auf euch zurück, und dann gucken wir uns mal an, wo wir das am besten stemmen können. Ihr seid ja auch beteiligt, und dann holen wir uns eure Meinung auf jeden Fall mit an den Tisch. Was sollte denn ein Kunde jetzt tun, angenommen, er würde jetzt Interesse haben an eurer Software? Wie kann er dich am besten erreichen? Also contentpepper.com ist, glaube ich, das zentrale Einfallstor für alle Anfragen. Da kann man direkt eine Demo buchen, unten poppt das Chatfenster mit unserem Sales-Team auf, und natürlich könnt ihr auch gerne unsere oder meine Kontaktdaten veröffentlichen, sowohl für Investoren als auch Kundenanfragen. Haben wir immer ein offenes Ohr und freuen uns über Kontakt, Kundenanfragen, Feedback jeglicher Art. Jetzt ist natürlich bei KI und Cloud immer ganz besonders wichtig die Infrastruktur, die dahinter steckt. Arbeitet ihr zum Beispiel mit Microsoft Azure oder mit Amazon Web Services? Wir arbeiten mit der Amazon Cloud aktuell, sind dort auch gefördert worden mit A-Credits für Serverressourcen und haben einen professionellen Goldpartner an die Hand bekommen, der mit unserem DevOps-Team die gemeinsamen kleinen Schräubchen noch dreht und richtig positioniert. Also wir haben uns dort für die AWS Cloud-Infrastruktur entschieden und bauen darauf unser Cloud-Modell skalierbar auf. Wir sind ja zum Beispiel auch in CrowdStrike investiert, die arbeiten ja auch sehr viel mit KI, und CrowdStrike sagt ja immer, Mensch, je mehr Kunden wir haben, desto besser ist es für unsere KI. Ist das denn bei euch auch so? Ganz genau, das ist auch das große Asset, wo wir uns dann nicht nur jetzt schon, sondern auch langfristig die Wettbewerber vom Hals halten können. Wir haben mit unserer Content Pepper Software, also dem Kampagnen-Editor, einfach das Tool, um alle Kanäle zu bespielen. Da wir das selbst machen, können wir eben extrem gut Analysen fahren. Was machen die Interessenten, die Leads, die Kunden, auf welchem Kanal? Wie sind die Newsletter-Opening-Rate, wie sind die Website-Besuche, wie sind die Social-Interaktivitäten? Und mit jeder dieser Aktionen unserer Kunden und der Kunden unserer Kunden lernt unsere KI. Also wir haben eine Analytics-Data-Schicht drin, die einmal die Daten quasi sammelt und letztendlich dann in unserer KI verarbeitet, sodass wir mit jedem Dazulernen quasi dann auch wiederum passgenaue, einfach umsetzbare KI-Hilfestellungen für unsere Kunden geben können. Also wir wissen dann, bitte? Dafür braucht man ja natürlich auch echt viel Fachpersonal, sprich Entwickler. Wie viele habt ihr da im Moment? Genau, also wir sind mittlerweile knapp über 30 Leute, überwiegend Entwickler, haben ein kleines spezialisiertes KI-Team. Federführend bei uns ist da der Dr. Christian Spätmann, den wir aus Tallinn gewinnen konnten, der da an einem Forschungsprojekt gewesen ist, der jetzt seit über 2 Jahren quasi für uns die Leitung im KI-Team macht. Und genau so, wie du es beschreibst, die sind von Tag bis Nacht quasi drehen Bits und Bytes um und schauen, was wir mit diesen Daten bestmöglich machen können. Und ich finde, KI muss immer relativ praktisch sein. Vielleicht ein ganz aus meiner Sicht praktisches Beispiel. Stellt euch vor, ein
KMU-Marketing-Mitarbeiter schreibt die ganze Woche an einem tollen Newsletter. Ja. Und jetzt ist endlich Freitag, er will unbedingt das Ding noch raushauen und drückt auf den Senden-Knopf. Und was passiert? Freitagabend geht der Newsletter raus, der liegt am Samstag, der liegt am Sonntag. Wir alle gehen am Montag wieder an den Rechner. Was machen wir? Wir löschen die 17 Newsletter, die gekommen sind, ohne dass sie je gesehen wurde. Ja. Wenn dann eine KI kommt und sagt, toller Newsletter, lass den nicht jetzt verschicken, sondern wir haben erfahren und gelernt, die beste Newsletter-Opening-Rate ist dienstags zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr, lass doch dort verschicken, ja, dann ohne dass das jetzt eine große Änderung ist oder eine große Technologieerkenntnis, haben wir aber einen ganz anderen Marketing-Effekt, ja, also auf. Und der Versand läuft dann auch ganz über genau. Euch. Also das bedeutet, wir können auch unseren YouTube-Kanal und unseren Podcast über eure Plattform mit anschließen? Also zumindest die Vermarktung dessen. Ja? Also euer Podcast bleibt weiterhin auf den Plattformen, das Video weiter bei YouTube, aber den Newsletter, die Landingpage, die Social-Media-Aktivitäten darum, die dann alle zu eurem Core-Asset-Podcast laufen, die könnten wir sehr einfach und gut, glaube ich, aus Content Pepper heraus starten und befeuern. Und können wir dann auch bei Content Pepper direkt die Werbung buchen und diese auch damit implementieren? Also, wichtiger Punkt. Wir sind in einem ersten Schritt im Wesentlichen bei Owned Media und haben das Thema Paid Media auf der Roadmap. Also uns ist ganz klar, dass wir gerade im KMU-Umfeld auch an Paid Advertising dran müssen, weil der noch so gute Blogpost der Schraubenfirma in Hintertupfing wird halt nicht gefunden, wenn er nicht am Anfang befeuert wird. Ja. Sodass das ein wichtiges Element ist, was sehr schnell auf unserer Roadmap kommt, um den dann auch eben mit Google AdWords oder was es auch immer gibt, entsprechend zu bewerben. Aber Schritt 1 ist, die eigenen Kanäle im Griff zu haben, eigene Reichweite aufzubauen und dann aber zu befeuern eben mit dem einen oder anderen Werbedollar. Also wir könnten dann auch unseren Instagram-Kanal bei euch auf die Plattform bringen. Genau, also wir haben, Instagram ist ein gutes Beispiel, war witzigerweise ein zweites Google-Innovationsprojekt, was wir mit einem Hamburger Startup gewonnen haben, wo es darum ging, auch die Vertical Stories quasi aus Content Pepper heraus zu befeuern. Ein sehr spannendes Thema. Was man bei den ganzen Schnittstellen-Thematiken wissen muss, wir sind da natürlich immer ein bisschen angewiesen auf das, was die Plattform zulässt. Ein schönes Beispiel ist Xing. Die haben ihre Business-API komplett abgedreht. Da wird es für jeden Anbieter sehr schwierig, jetzt automatisiert nach Xing zu posten. Und das ist natürlich ein Thema, was wir bei solchen Schnittstellen und Distributionsaufgaben immer berücksichtigen müssen. Du hattest das Thema Mitarbeiter oder wir hatten es vorhin mal das Thema angesprochen. Haben ihr Probleme, Fachkräfte zu finden? Also, ich würde ein klares Jein sagen. Wir sind im Moment ganz happy mit der Mannschaft, wie wir sie haben. Aber wir sind, glaube ich, auch einen etwas anderen Weg gegangen, als das vielleicht andere machen. Wir kriegen alle jede Woche 37 Anfragen von Personalvermittlungsfirmen, ob sie uns nicht helfen können. Das haben wir bisher nicht ein einziges Mal gemacht, weil viel zu teuer, viel zu unsicher können und wollen wir uns nicht leisten. Das heißt, wir sind relativ früh hingegangen und haben uns die Leute quasi selbst ausgebildet. Entweder durch Praktika- und Werkstudententätigkeiten oder in diesem Jahr haben wir eine ganze Reihe Azubis eingestellt und wissen, dass wir die eben über die nächsten 2 bis 3 Jahre für uns ausbilden wollen, sodass wir, glaube ich, einen ganz guten Mix haben aus Erfahrenen, auch Leute, die wir klar einstellen und beworben haben, aber auch immer einem Grundsatz an jungen, wilden, qualifizierten Menschen, die eben hungrig sind, da in einem spannenden Startup ein bisschen was zu bewegen. Ja, also die haben dann schon auch verantwortungsvolle Aufgaben und freuen sich, wenn dann auch ihr Stück Software beim Kunden zum Flimmern kommt. Ja, also wenn jemand in der Community ist, der Interesse hat, kann er also eine Bewerbung schicken. Unbedingt jobs@contentpepper.com, gucken wir uns alles an. Und wir sitzen, unser größtes Büro ist in Münster, auch echt schön gelegen in Laufweite zum Hafen. Gerne mal vorbeikommen. Das klingt gut. Jetzt sind es noch die Finanzierungsrunde bei Companisto, habe ich jetzt gerade gesehen, sind 19 Tage noch. Ja. Und
Ja, das Ziel ist eigentlich auch schon, das Finanzierungsziel ist ja auch schon erreicht, das ja sehr, sehr gut ist, was ja immer für das Unternehmen spricht. Ja. Also dahingehend schon mal Glückwunsch, wir sind ja dabei. Und jeder, der investieren will, kann das ja nach wie vor tun über unseren Companisto-Link. Ab 250 Euro geht es auch hier los. Was werdet ihr denn eigentlich mit dem Geld machen? Also, sehr gute Frage. Wir haben das so aufgegliedert, dass ein großer Teil jetzt in den Abschluss der Cloud-Entwicklung läuft. Das heißt, hier geht es nochmal darum, die letzten Schrauben zusammenzuziehen, die Amazon-Infrastruktur fein zu tunen. Und von da an geht dann ein wesentlicher Teil in Marketing und Vertrieb, wie sich das für eine ordentliche SaaS-Software gehört. Wenn die einmal rollt, geht es eigentlich nur darum, Sichtbarkeit zu erzeugen, Marktanteile zu gewinnen, sodass da sehr viel genau in diese Themen geht. Genau, also schön groß machen, so wie es eben gehört. Richtig. Ja, dann möchten wir uns recht herzlich bei dir bedanken. Natürlich auch wie bei BAM Ticketing wünschen wir dir, aber natürlich auch uns, Minimum 1 Milliarde US-Dollar Market Cap. Genau, das habe ich gehört, den Podcast habe ich mir angeschaut. Ist ein sehr gutes Ziel, da sind wir natürlich, springen wir mit drauf. Ja, dann sehen wir uns vielleicht zum Börsengang oder natürlich dann auch live auf der Hauptversammlung. Vielen Dank, dass du da warst. Genau, spätestens zum Börsengang gibt es die Sonderfolge. Live von der Hauptversammlung. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. So, ihr Lieben, das war unser Interview mit Content Pepper. Ich hoffe, ihr habt unsere Tonprobleme nicht zu sehr gehört. Ich möchte mich hier an dieser Stelle natürlich noch einmal dafür entschuldigen. Das Problem haben wir aber auch schon wieder mittlerweile behoben. Wir sind überzeugt von Content Pepper. Den Link dazu findest du natürlich wie immer in den Shownotes und denkt immer daran, wir würden euch nie irgendetwas empfehlen, was wir nicht selber nutzen, wo wir nicht selber investiert sind und natürlich, wovon wir selber nicht überzeugt sind.